Nach den Ergebnissen Kiel und Stuttgart gibt es sicherlich in der FDP-Spitze viel zu debattieren, zu diskutieren. Das geht uns alle an, auch wenn die FDP nicht betroffen oder nicht unmittelbar betroffen ist. So wird sich die Politik, werden sich demokratische Parteien insgesamt die Frage zu stellen haben, was die Gründe für das Wahlergebnis vom letzten Sonntag vor allen Dingen für CDU und Sozialdemokraten sind. Die Rechten, so hört man, haben ihr Reservoir, ihr Potenzial aus den traditionellen großen Parteien CDU und SPD bezogen, so die Demoskopen. Aber dass die Republikaner gleich in Baden-Württemberg ein zweistelliges Ergebnis hinlegen würden, das muss doch in der Tat mehr als überraschen. Ja, es ist für den nicht überraschend, der sich an ähnliche Wahlergebnisse der NPD in Baden-Württemberg erinnert, aber ist besorgniserregend, weil ja Fragen aufgeworfen werden, was hat Bürger veranlasst, gewiss aus Protest in vielen Fällen für diese Partei zu stimmen. Und hier müssen wir uns alle gefragt fühlen, auch eine Partei wie die FDP, die jedenfalls nach den Urteilen der Demoskopen in den Wanderungsbewegungen der Wähler weniger betroffen ist als andere. Der Mob auf der Straße, auch ein Zeichen dieser Zeit, Ausländerhass, Juden raus, Parolen an den Häuserwänden. Wie reagiert eigentlich das Ausland auf solche Ereignisse und insbesondere auch auf die Wahlergebnisse von Kiel und von Stuttgart? Es machen derzeit ja jedenfalls die größeren Staaten in Europa die Erfahrung, dass durch Protestwähler Parteien am rechten Rand gestärkt werden. Das war in Frankreich so, das war in Italien so. Das ist ein Hinweis auf ähnliche Erscheinungen. Es ist aber keine Erklärung für uns selbst und schon gar nicht ein Anlass, dies leichter zu nehmen. Ich nehme das in Deutschland ernster. Aber ich glaube, dass im Ausland doch man auch erkannt hat, wie stark die Demokratie in diesem Lande und auch die demokratische und tolerante Gesinnung schon verankert ist, sodass man diese Ereignisse nicht als Symptom für das Denken aller Deutschen nimmt. Nun guckt man aber ganz besonders immer auf die Deutschen, obwohl Tendenzen ähnlicher Art auch in Italien und in Frankreich festzustellen sind. Wenn Sie mit Ihren Kollegen aus diesen Ländern sprechen, wie argumentieren Sie da im Hinblick auf die Einigung Europas? Ja, ich meine, je mehr wir zusammenwachsen, umso mehr verbinden sich durchaus auch Motive, auch Probleme. Aber ich stimme Ihnen voll zu, wir sollten auch selbst Erscheinungen dieser Art, gerade nach den Erfahrungen der deutschen Geschichte, ernster nehmen. Und das tun wir auch. Es ist ja sehr deutlich, dass die demokratischen Parteien derzeit dabei sind, sich selbst ernsthafte Fragen zu stellen. Das zeigt, dass die parlamentarische Demokratie funktionsfähig ist und dass sie die Wähler, die Parteien veranlasst, auf ein Votum der Wähler auch zu reagieren. Warum reagieren die großen Parteien von SPD und CDU nun so hektisch? Warum will man nun plötzlich an einen Tisch? Ja, ich meine, wenn einer der Gründe ist, oder sicher der Fall, dass man Problemlösungen erwartet, dann ist es in unserem föderalistischen Staatsaufbau so, dass zwar die Regierungsparteien von Bonn im Bundestag die Mehrheit haben, im Bundesrat aber eine andere Mehrheit vorhanden ist. Das heißt, man muss sich am Ende finden. Das kann nicht die Verantwortung der Regierung aufheben und nicht die Verantwortung der Opposition. Und man soll auch hier gar nicht versuchen, diese unterschiedlichen Verantwortungen miteinander zu vermischen. Aber dass demokratische Parteien dann auch gemeinsam sich um Problemlösungen bemühen müssen, ist verständlich. Ich bin dafür, dass die Parteien klar ihre Position darlegen. Wir haben das getan, das ist ganz sicher einer der Gründe, warum wir nicht unmittelbar von diesem Wahlergebnis betroffen sind. Parteien müssen ihre Konturen deutlich machen und anschließend Kompromissfähigkeit zeigen. Aber zuerst will der Wähler wissen, was eine Partei will, wofür sie steht, was ihre Ziele sind und wer die Persönlichkeiten sind, die eine solche Partei repräsentieren. Also die Programme müssen sich verändern und die Person, große Koalition, Herr Genscher, das Gerede darüber will in diesen Tagen nicht verstummen, obwohl dieses Bündnis ja in Berlin täglich, da kann man doch mal sagen, ihr Fiasko erlebt.
Wenn die Politik nicht mehr weiter weiß, heiraten die Elefanten oder kommen etwa auch Ampelkoalitionen auch auf die FDP zu? Zunächst, was die Große Koalition angeht, ich spreche immer von zahlenmäßig großen Koalitionen, denn größer als qualitativer Begriff ist noch nie von einer sogenannten Großen Koalition gezeigt worden. Wir haben schon bedeutende Entscheidungen in der deutschen Nachkriegsgeschichte mit knappster Mehrheit gehabt für die soziale Marktwirtschaft unmittelbar nach dem Kriege, für die Ostverträge später. Das heißt, die Mehrheiten geben nicht über den Inhalt und die Qualität einer Entscheidung Auskunft. In unserer demokratischen Gesellschaft sind alle Koalitionen der demokratischen Parteien denkbar. Die christlichen Demokraten regieren mit Sozialdemokraten, sie regieren mit uns. Wir haben Koalitionen mit der CDU und mit der SPD und in zwei Ländern, eines in neuen Bundesländern und dann in Bremen, auch mit den Grünen. Wäre nochmal konkret. Sind Sie eigentlich sicher, dass die Bundesregierung in dieser Form noch bis Herbst 1994 hält? Sie hat ein Mandat und wird das natürlich erfüllen. Sie verfügt über eine breite Mehrheit und sie wird jetzt daran gehen, die schwerwiegenden Fragen zu beantworten, die vor uns stehen. Das gilt vor allen Dingen, wie in Deutschland der Prozess der inneren Vereinigung erfolgreich vorangebracht werden kann. Das heißt, hier gibt es sehr viel zu tun und das ist nicht mit leichter Hand zu machen, sondern es erfordert sehr viel Solidarität, vor allen Dingen im Westen Deutschlands. Es fordert sehr viel Verständnis. Ich bleibe bei dem, was ich im Oktober 1989 im Deutschen Bundestag gesagt habe, nämlich nichts wird mehr so sein, wie es war. Doch, nicht im Osten, aber auch nicht im Westen. Und es wird im Westen den Worten von der Einheit, die Tat der Einheit folgen müssen. Das bedeutet auch zusätzliche Lasten für die Deutschen in den westlichen Bundesländern. Es war ein einmaliges Ereignis, dass unmittelbar vor einer Landtagswahl ein Bundesminister und sein Staatssekretär als Spitzenkandidat im Wahlkampf zurücktreten. Mit Stoltenberg verlor die Union einen gestandenen Politiker, mit dem sie in der Sicherheitspolitik eng zusammengearbeitet haben. Auch in der umstrittenen Frage von Waffenverkäufen in Spannungsgebiete, Herr Außenminister? Es ist so gewesen, dass die Untersuchungen ja ergeben haben, dass ein Beschluss des Haushaltsausschusses, der die Lieferung von Panzern verhindern sollte durch Sperrung der Mittel, im Verteidigungsministerium nicht beachtet worden ist. Der Kollege Stoltenberg hat davon in seinem Ressort nichts gewusst und der Außenminister natürlich auch nicht. Stoltenbergs Nachfolger, Volker Rühe, muss nun das als Kabinettsneuling das harte Brot auf der Harthöhe essen. Der Mann, der noch kürzlich als CDU-Generalsekretär die Formulierung gebraucht, ich zitiere, Sie hätten die meiste Zeit nur mit Andrei Gromyko, Ihrem Moskauer Amtskollegen von einst, auf dem Sofa gesessen. Ihr guter Rat wird ihm gewiss nun sehr teuer sein, oder? Nun ist es so, dass zunächst mal ich nicht unbedingt der Feststellung zustimmen kann, dass ein besonders hartes Brot auf der Harthöhe. Ein Ministerium zu führen ist immer schwer. Und wenn es gut geführt ist, sieht es leicht aus. Es sieht nur dann hart aus, wenn es nicht so gut geführt wird. Also jeder hat die Chance, sein Ministerium mit großem Ernst und großer Verantwortung zu führen. Das gilt ganz sicher für das Bundesministerium der Verteidigung. Ich bin daran interessiert, dass die Regierung Erfolg hat und auch der Verteidigungsminister. Deshalb werde ich mit dem Kollegen Rühe zusammenarbeiten. Das fällt mir umso leichter, als ich bekannt bin für mein gutes Gedächtnis. Und da ist auch verzeichnet, wer mich alles gebeten hat, ihm doch ein Plauderstündchen mit Herrn Gromyko zu vermitteln. Also Ihre Antwort, Herr Minister, entspricht eigentlich dem Koalitionsklima, allen Wohl und niemand weh, wenn auch in Maßen, wenn Sie gestatten, dass ich das mal so formuliere. Wie steht es eigentlich heute um Ihr Verhältnis zum Bundeskanzler, von dem Sie in der Aachener Karnevalsbitt sagten, was du nicht ausstehen kannst, musst du aussitzen. Unter der Narrenkappe wird zu viel Wahres gesprochen, sagt man. Wo liegen zwischen zwei Großen dieser Jahre eigentlich die Einschätzungsunterschiede in der Politik, die uns alle, vor allem in den neuen Ländern, tagtäglich angeht? Zunächst einmal ist der Bundeskanzler Vorsitzender der CDU. Ich
bin Mitglied der Freien Demokratischen Partei. Das heißt, wir kommen aus unterschiedlichen Parteifamilien. Wir sind uns persönlich freundschaftlich verbunden. Aber in Familien kommt seit, es ja manchmal auch seit vielen Jahren. Und wir haben Grundübereinstimmungen. Deshalb tragen wir gemeinsam eine Regierung. Und es hat auch durchaus Fälle gegeben, wo wir unterschiedlicher Meinung waren. Das gibt es übrigens sogar innerhalb der FDP. Warum nicht also auch mit einem Repräsentanten einer anderen Partei? Was sagen Sie zum Flirt des Kanzlers mit den Sozialdemokraten in den letzten Tagen? Ich weiß nicht, ob er mit den Sozialdemokraten flirtet, aber wenn er mit den Sozialdemokraten spricht, halte ich das für den Normalfall in der Demokratie und für den Nicht-Normalfall, wenn er nicht mit ihnen sprechen würde. Zwischen Ostsee und Erzgebirge sind Sie als der Politiker angesehen, der nie seine Zuversicht in das Gelingen der Einheit verlor. Wenn nun das Vertrauen des Ostens in die Deutschen tief genug begründet werden könnte, wann haben Sie eigentlich zum ersten Mal gespürt, dass die Wiedervereinigung gelingen könnte? Davon, dass sie gelingen würde, war ich immer überzeugt. Dafür habe ich gearbeitet und ich habe nie einen Zweifel daran gehabt, dass die deutsche Teilung nicht das letzte Wort der deutschen Geschichte auf der Frage nach der Einheit ist. Aber es zeichnete sich eigentlich schon seit dem Jahr 88, wenn nicht etwas früher, nämlich mit dem Erscheinen Gorbatschows ab, dass es zu so grundlegenden Veränderungen in Europa kommen würde, dass die Einheit möglich wird, und zwar in absehbarer Zeit möglich wird, so wie es im Brief zur deutschen Einheit auch steht, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das Volk, deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit vollenden kann. Der Schlüssel lag immer in Moskau. Sie haben ihn durch die Idee der 2+4 Gespräche nach Bonn und Ost-Berlin geholt. Was hat Sie im Kern bewogen, schon Mitte der 80er Jahre mit fast missionarischem Eifer Michail Gorbatschow auch im Westen zur Person des Vertrauens zu machen? Ich habe ihn zum ersten Mal im Sommer 1986 getroffen. Wir hatten ein 3,5-stündiges Gespräch in Moskau. Ein Gespräch, das in manchen Teilen sehr hart war, aber auch sehr offen. Und wo ich am Ende des Gespräches zu dem Ergebnis kam, dass die Ziele des Mannes Ziele sind, die Europa eine bessere Zukunft verheißen. Und dass man dem vertrauen könne, was er sagte. Ich habe in den folgenden Monaten noch immer diese Feststellung neu bedacht, auch gemessen an dem, was geschah. Ich habe das bestätigt gefunden, mein Urteil hat sich gefestigt. Und das war der Grund, warum ich am 1. Februar 1987 in Davos den Westen aufgefordert habe, Gorbatschow ernst zu nehmen, ihm beim Wort zu nehmen und vor allen Dingen nicht eine historische Chance zu versäumen. Politik findet ja nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch oft im diplomatischen Bereich statt. Wie schwer war damals Ihre Aufgabe, die westlichen Bündnispartner beispielsweise von den ehrlichen Absichten des Sowjetrussen zu überzeugen? Diese Überzeugungsarbeit musste nicht nur bei den westlichen Bündnispartnern geleistet werden. Diese Überzeugungsarbeit musste auch in Deutschland selbst gelöst werden. Wer die Diskussion damals miterlebt hat, auch die öffentliche Diskussion über diese Frage, weiß, dass hier durchaus Zweifel an meinen Feststellungen angebracht wurden. Und dasselbe war im Westen der Fall. In einem solchen Fall gibt es nur eins, seiner Überzeugung treu zu bleiben, mit Standfestigkeit diese Überzeugung zu vertreten und darauf zu vertrauen, dass sie sich am Ende durchsetzen wird, weil man von der Richtigkeit des Weges überzeugt ist. So habe ich das in meiner politischen Arbeit immer gehalten. Und das ist manchmal am Anfang nicht sehr bequem, sondern im Gegenteil im hohen Maße unbequem, schwierig. Da gibt es Feuer und da pfeift der Wind eiskalt und manchmal ist man sehr allein. Aber wir sind ja nicht gewählt worden, um in der Sonne zu sitzen, sondern wir sind gewählt worden, um dem Auftrag der Wähler Geltung zu verschaffen und die Überzeugung zu vertreten, für die wir gewählt worden sind. Ist Boris Jelzin ein Übergangspräsident oder vermutlich eine beherrschende Figur der russischen Geschichte? Was glauben Sie? Auf jeden Fall ist er heute schon eine beherrschende Figur der europäischen und auch der russischen Geschichte. Niemand sollte sich
dazu versteigen, schon gar nicht, wenn er wie ich ein staatliches und politisches Amt hat, Prognosen über die Amtsdauer anderer Repräsentanten in anderen Staaten zu geben. Aber es zeigt sich doch, dass er über große charismatische Fähigkeiten verfügt. Die braucht er wohl zum gegenwärtigen Zeitpunkt, denn die innere Zerrissenheit der ehemaligen UdSSR, die tritt ja so gravierend zutage, dass man im Grunde genommen noch sagen kann, wie kann man das überhaupt kitten? Es zeigt sich hier, dass über Jahrzehnte und noch länger ausgeübter politischer, ideologischer, staatlicher Druck verschwunden ist und dass in das entstehende Vakuum nun alle möglichen Aktivitäten und Interessen hineinkommen und sich entfalten. Dazu gehören auch so legitime Entwicklungen wie die Entfaltung der eigenen nationalen Identität. Das schafft eine schwierige Übergangsphase. In einer solchen Übergangsphase ist wichtig, dass man das Land, Russland, und seinen Präsidenten Jelzin nicht allein lässt, sondern dass man auch durch europäische Rahmenbedingungen dafür sorgt, dass diese dramatischen Entwicklungen sich in Stabilität vollziehen können. Mit Ihrem Namen, Herr Genscher, sind die KSZE, der allgemeine Helsinki-Prozess mit seiner Entspannung in Europa verbunden, aber auch das Stichwort vieler besorgter Westeuropäer vom Genscherismus. Wie können die Deutschen ihren Nachbarn die Angst vor einer neuen zentralen Machtposition Deutschlands nicht nur in der EG nehmen? Weltmacht Deutschland, wie im Fußball etwa, gerät da nicht jedes nationalistische Heldenfeuer, vor allem in den neuen Bundesländern, zu einem negativen, aber hohen Politikum? Also, ich habe den KSZE-Prozess gefördert, weil ich der Meinung war, er schafft die Einheit Europas und auch die Einheit Deutschlands. Das zeigt schon, dass ich immer die deutsche Einheit in einen europäischen Zusammenhang gestellt habe. Ich habe immer wieder durch Zitat des Wortes von Thomas Mann, wir wollen ein europäisches Deutschland, aber nicht ein deutsches Europa, gezeigt, dass wir nicht nationale Machtentfaltung wollen, sondern Verantwortung in einem immer mehr zusammenwachsenden Europa. Diese Politik glaubwürdig zu gestalten, ist wichtig zur Vertrauensbildung bei unseren Partnern. Nach der Euphorie der Wiedervereinigung ist jetzt Tagesarbeit gefordert. Viele bekommen hier den Eindruck, es klemmt an allen Ecken und Enden. Sie zählen zu denen, die als junger Mann die damalige DDR verlassen mussten. Wo bleibt, frage ich mich manchmal, der Appell der Politik an die, die in den Westen gingen damals, heute wenigstens zeitweilig wieder in ihre Heimat zu gehen und hier beim Wiederaufbau die dringend benötigte Hand anzulegen? Ich glaube, dass der Aufbau, die Entwicklung in den neuen Bundesländern eine Aufgabe aller Deutschen ist. Ich will gar nicht unterscheiden zwischen solchen, die im Westen leben und immer dort lebten und solchen, die aus Mitteldeutschland gekommen sind. Ich versuche auf meine Weise. Sie sind doch oft in Halle. Ich versuche auf meine Weise, meinen Beitrag zu leisten. Und ich bin nicht nur oft in Halle, sondern auch an anderen Plätzen der neuen Bundesländer. Ich halte das auch für selbstverständlich, auch wenn das nicht unmittelbar meines Amtes als Außenminister ist, trage ich doch als Abgeordneter und als Minister eine besondere Verantwortung. Ich stelle mich dieser Verantwortung und hoffe, dass es alle anderen genauso tun. Glauben Sie, dass sie es alle tun? Oder gibt es da Defizite bei anderen Bundesministern? Möglicherweise der eine mehr, der andere weniger. Darüber zu richten, ist nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist, darauf hinzuweisen. Zu ermuntern dass die, ja, und zu ermuntern, aber auch darauf hinzuweisen, dass die Deutschen in der früheren DDR fast ganz allein die Last der deutschen gemeinsamen Geschichte bis 1945 getragen haben und dass wir sie nun mit der Last des Sozialismus nicht allein lassen dürfen. Der Kanzler kündigte anfangs 3 bis 5 Jahre Frist an, bis es im Osten wie im Westen aussehe. Also ganz genau so hat er es nicht gesagt. Also ähnlich. Er hat die ersten Jahre, die genannte Jahreszahl genannt für den Zeitraum, in dem die ärgsten Probleme bewunden werden. Jedenfalls habe ich ihn so verstanden. Ich glaube, dass die Angleichung der Lebensverhältnisse, das ist ja das Ziel, das wir haben, durchaus ihre Zeit braucht. Und aus allen meinen Gesprächen habe ich festgestellt, dass sich dessen auch alle in den neuen Bundesländern bewusst sind. Nur was notwendig ist, dass die Perspektive stimmt, dass sie klar ist
und dass deutlich wird, dass diese Entwicklung in Gang kommt. Hier ist noch wirklich für den Prozess der inneren Vereinigung eine Menge zu tun. Und das ist nicht nur eine materielle Frage. Ich glaube, es ist auch eine Frage des Verständnisses. Und da ist, das ist vor allen Dingen dann eine Frage an die Deutschen aus dem Westen. Wird es für die eine unendliche Geschichte? Was glauben Sie? Bitte? Wird es für die aus dem Westen eine unendliche Geschichte? Nein. Steckt bei den Westdeutschen nicht vielleicht zu viel Beton im Kopf? Nein, aber es gibt auch da manches alte Denken. Und das Wichtigste ist, dass man erkennt, dass es im Westen, das gilt für Europa genau wie für den Westen Deutschlands, aber sind die Westdeutschen auf Dauer nicht gut gehen wird, wenn es im Osten auf Dauer schlecht ginge. Verstehen Sie, das ist eine Sache, die uns gemeinsam betrifft. Es kann in Köln oder in Hannover oder in München niemand gleichgültig lassen, wie es in Leipzig oder Rostock oder Halle aussieht. Sind die Westdeutschen möglicherweise zu arrogant im Umgang mit... Es gibt nicht die Westdeutschen genauso wenig, wie es die Ostdeutschen gibt, aber es gibt durchaus Fälle, in denen das Wort von der Besser, wie sie es begründet ist. Richtig. Kurt Biedenkopf, ein Querdenker der CDU, jetzt Ministerpräsident in Sachsen, hat eine ganz andere Zeitdefinition aufgestellt. Er spricht von 15 bis 20 Jahren, ehe sich die Lebensverhältnisse angeglichen haben. Der Querdenker Biedenkopf, ein Irreläufer politisch oder ein Realist, der vor Ort die Begebenheiten kennt? Ich glaube, dass die Perspektive für die Herstellung der Lebensverhältnisse in der Tat einige Jahre in Anspruch nimmt, ob es nun 15 sind oder 12. Wir wollen darüber nicht streiten. Es wird auch am Ende schwer feststellbar sein, was nun genau die Gleichheit der Lebensverhältnisse ist. Aber entscheidend ist, dass jeder empfinden kann, dass die Entwicklung in diese Richtung geht. Und darauf muss jetzt das Augenmerk gelegt werden und die Politik hat dafür zu sorgen, dass sich nicht eine neue innere Spaltung des Volkes ergibt, nämlich dass im Westen mancher denkt, es geschehe zu viel für die Deutschen im Osten und dass das dann auch noch geschürt wird und dass im Osten der Eindruck entsteht, es geschehe zu wenig. Das wäre eine schlimme Neuauflage der vorher ganz andersartigen Spaltung. Herr Minister, in den neuen Ländern besteht nach dem Zusammenbruch des verordneten Sozialismus eine große geistige Leere. Die Frage nach dem Lebenssinn stellt sich für viele immer drängender. Die Suche ist allgemein. Welche sehr persönliche Antwort geben Sie darauf? Ich habe den Eindruck, dass der Wille zur Freiheit, unserer Demokratie und das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen, unverändert da ist. Und das gibt dem Leben sehr viel, aber die Menschen möchten diesen Willen auch realisieren können. Und das stellt oft jemanden, der einen Arbeitsplatz sucht, vor eine für ihn nicht auflösbare Frage. Und hier ist es wichtig, dass der soziale Rechtsstaat, dass die soziale Marktwirtschaft mit ihren Angeboten die Chance zu einer wirklichen Selbstentfaltung eröffnen und das nicht in einer neuen Art über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden wird. Vor allen Dingen das Verständnis da ist für die Empfindungen auch von Menschen, die sagen, ich bin nun bald am Ende meines beruflichen Lebens. Ich möchte doch noch einmal teilhaben an einer neuen beruflichen Entwicklung, um dann in den letzten Jahren meiner beruflichen Arbeit doch wirklich den Ertrag meiner Arbeit zu erhalten. Und junge Leute suchen ihre Zukunftschance. Und das ist eine ganz große gesellschaftliche Herausforderung. Aber freie Marktwirtschaft, Arbeitsplatz kann noch nicht... Soziale Marktwirtschaft kann noch nicht alles sein. Es gibt auch den Lebenssinn. Es gibt die Hinwendung nach dem Sozialismus zu Glaubensfragen. Wie halten Sie es eigentlich mit Gott? Ich bin ein evangelischer Christ, das bin ich immer gewesen und ich glaube, dass dieser Glauben viel breiter verankert ist, als das in den Zeiten der DDR erschien, weil für viele die Kirchenzugehörigkeit und ihr inneres Glaubensbekenntnis nicht unbedingt deckungsgleich sein mussten. Wir haben das ja in Polen erlebt,
vor der Wende, um das mal zu formulieren, waren die Kirchen voll, heute sind sie leer. Vor der Wiedervereinigung waren die Kirchen in der DDR voll, heute sind sie möglicherweise nicht mehr ganz so voll. Aber kehren wir mal zurück zu Ihren Grundwerten. Wäre Liberalismus als geistige Haltung auch im privaten Leben ein Angebot möglicherweise? Freiheit und Selbstverantwortung, und für Liberale gehören Freiheit und Verantwortung zueinander, sind immer ein Angebot, weil der Mensch sich eigentlich nur in Verantwortung entfalten kann. Wer zurückblickt auf die Jahre der DDR, stellt ja fest, dass die Freiheit damit eingeschränkt wurde, dass man den Menschen die Verantwortung nahm. Und Toleranz gehört dazu, den anderen zu achten, so wie er ist, aber eben anders als man selbst, mit anderen Überzeugungen, mit einem anderen Glauben oder mit einem Nichtglauben, mit anderen politischen Meinungen, vielleicht auch einer anderen Sprache, einer anderen Hautfarbe, einer anderen Kultur. Das Angebot der Liberalen ist nicht zu vertrauen auf die große Organisation, nicht alles vom Staat zu erwarten, dass er für einen selbst entscheidet, sondern seine Verantwortung, die in einer freiheitlichen Gesellschaft geboten und angeboten wird, auch auszuüben. Kommen wir mal auf Sie persönlich zurück. Es ist natürlich schwer, mit einem Politiker, der im Augenblick in der Blüte seines politischen Lebens steht, weltweit anerkannt wird, ein bisschen ans Private heranzukommen. Na, warten Sie doch, versuchen Sie es mal. In Ihrem Leben gab es politische Sternstunden, helle wie dunkle. Ich denke an die Szene auf dem Balkon der Prager Botschaft im September 1989, als Sie die Freiheit für viele geflüchtete DDR-Bürger verkündeten. Aber da war auch 1972 das Attentat auf das israelische Olympiateam. 10 Jahre später der tollkühne Bündniswechsel zur Union. Tage der Einsamkeit und inneren Empfindung. Wie sind Sie persönlich daran gereift? Das, was Sie von 1972 erlebt haben, war eigentlich die bitterste Stunde meiner ganzen politischen Arbeit, auch wenn ich dort nicht unmittelbar Verantwortung trug, so war doch das Gefühl der Ohnmacht, Menschen in Not helfen zu können. Das war ganz schrecklich. Die Probleme, Entscheidung des Jahres 1982 mit dem Regierungswechsel, das war schwer, hart, aber wenn Sie überzeugt sind, die getroffene Entscheidung ist richtig, dann finden Sie auch die Kraft, diese schweren Stunden und diese harten Stunden zu bestehen. Der September 1989, die Stunde auf dem Balkon in Prag, das war für mich vor allen Dingen deshalb so bewegend, weil ich ja das alles empfinden konnte, was die Menschen dort unten erwarteten. Ich war einmal in einer ähnlichen Lage, etwa im gleichen Alter gewesen und vor allen Dingen auf dem Hinflug schon nach Prag war mir klar, dass wenn ich dort spreche zu den Menschen und sage, der Weg ist frei, dass zwar in diesem Moment nur für diese Menschen dort gelten würde, dass in Wahrheit aber damit das Tor unmittelbar zur deutschen Einheit geöffnet werden würde. Aber ich könnte von den Stunden, die mich in einem positiven Sinne bewegt haben, natürlich auch den Tag erwähnen, an dem ich in Moskau im September 1990 den 2+4-Vertrag unterzeichnet habe. Ich kann Ihnen sagen, da hat mir die Hand wirklich gezittert. Und wenn Sie die Unterschrift heute sehen, können Sie das feststellen, dass ich diesen Vertrag unterzeichnen durfte, dass damit etwas in Erfüllung ging, was ich mir immer nicht nur gewünscht hatte, was ich herbeigesehnt hatte, wofür ich gearbeitet hatte, bittere Enttäuschung hatte einstecken müssen. Das ist unvergesslich für mich. Ich habe die ganze Nacht vorher nicht geschlafen. Nach der Wiedervereinigung konnten Sie wohl zunächst annehmen, es würden ruhigere Zeiten anbrechen, auch gesundheitlich. Aber ich nenne als Stichwort nur den Zerfall der UdSSR, die Atomwaffen in den GUS-Staaten, den Golfkrieg, den blutigen Balkankonflikt. Und nun soll Ihr Haus auch noch Honecker bewegen, die chilenische Botschaft zu verlassen. Genschmin weiterhin als politische Feuerwehr. Wohin steuert dieser Kontinent, diese Welt, der Helmut Schmidt ein Zeitalter der Ungewissheit prophezeit?
eine Entwicklung, die zu Freiheit und Pluralität geht, taugt nicht für die Anlegung der alten Maßstäbe, sondern hier ist sehr viel Gestaltungskraft gefordert. Mich haben viele dieser Entwicklungen nicht überrascht, denn es war klar, dass mit dem Wegfall der alten Machtstruktur neue Entwicklungen in Gang kommen, überraschende, unübersehbare, aber doch eben auch nicht unerwartete. Ich habe allerdings an der Schwelle des Jahres 1991, als wir die Regierung bildeten, als wir über das Programm der Regierung redeten, mir auch keine Illusionen gemacht über die Schwere der Aufgaben, die bei der inneren Vereinigung vor uns standen. Es ist bekannt, dass ich damals manches gern anders entschieden gehabt hätte, aber es ist nun einmal so. Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich darauf vertraue, dass wir in Europa inzwischen auch ein hohes Maß an Verantwortung für das ganze Europa erkannt haben, dass wir in der Lage sind, gesamteuropäische Strukturen zu schaffen, die diesen revolutionären Prozessen, dramatischen Prozessen, doch einen stabilen Rahmen geben. Nicht? Man darf sich nicht täuschen, was sich jetzt vollzieht. Ist natürlich sehr viel revolutionärer, sehr viel dramatischer als die früher hochgerühmte große Oktoberrevolution des Jahres 1917. Völker sind plötzlich frei, suchen ihre nationale Identität frei von Bevormundung, von Unterdrückung, von ideologischer Beherrschung. Hier ist es die wichtigste Aufgabe des schon sich zusammenfindenden Europas in der europäischen Gemeinschaft, nicht den Weg zu neuem Nationalismus als die einzige Alternative erscheinen zu lassen, sondern im Gegenteil zu sagen, jede dieser Fragen, die ihr zu beantworten habt, hat eine europäische Antwort und wir sind bereit, diese europäische Antwort zu geben. Wahrscheinlich nicht nur eine europäische. Hans-Dietrich Genscher, der Mann aus Halle, beheimatet an der Saale von Nation aus Deutscher, Europäer im Geblüt, vielleicht der erste wirkliche Weltbürger, weil er die Welt indessen kennt und wohl auch liebt. Ich liebe sie, so wie das Leben übrigens. Ich bin ein positiver Mensch und ich glaube, dass nur wenn man das, was man tut, gern tut, wenn man es innerlich bejaht, wenn man von der Richtigkeit überzeugt ist, man auch die Kraft hat, die man braucht, um die Aufgaben, die man sich gestellt hat und die einem gestellt sind, erfüllen zu können. Es heißt, Sie hätten Mühe, mit Kritik umzugehen. Das ist nichts Alltägliches, das haben andere Politiker, so sagt man auch. Aber welche Verführung bedeutet Macht, die ja auch der Eitelkeit schmeichelt? Wie bewahren Sie eigentlich die Distanz zu sich selbst? Wo holen Sie Rat, wo alle Welt auch bei Ihnen Rat und Hilfe erbittet? Sicher ist Macht geeignet, zu korrumpieren und zur Eitelkeit zu führen, noch zur Selbstherrlichkeit. Hier muss man sich selbst strenge Maßstäbe stellen und sich immer wieder auf die Menschen zurückbesinnen, von denen man weiß, dass sie aufrichtig sind, dass sie nichts wollen, sondern sich einem verbunden fühlen. Das ist zuallererst die Familie. Aber es sind auch viele alte Freunde, die ich habe, die ich um Rat frage, die auch ganz ungefragt sich melden und sagen, da hast du Mist gemacht. Kommt das oft vor? Bis dann bald. Auch das kommt vor. Wie oft, das will ich jetzt mal dahin stehen lassen. Aber ich glaube, wer nicht in so etwas eingebunden ist, wird größere Schwierigkeiten haben mit auch seiner Selbstkontrolle und seiner Orientierung. Man muss wissen, wo man hingehört und wo man herkommt. Ich habe immer die Meinung vertreten, wer überall zu Hause ist, ist nirgends zu Hause. Und wer seine Wurzeln verleugnet, wird, wenn der Sturm bläst, sehr bald dem Sturm nachgeben müssen. Ich habe mich immer in meiner mitteldeutschen Heimat und in Halle verwurzelt gefühlt. Daran hat sich auch über die vielen Jahre der deutschen Teilung nichts geändert. Und das hat mir in schwierigsten Situationen Kraft gegeben. Ich darf nur daran erinnern, dass ich ja in den Jahren 88 und 89
schwerste Auseinandersetzungen zu bestehen hatte in einer Frage, die nach meiner Überzeugung damals den Prozess der europäischen Einigung hätte aufs Schwerste gefährden können, die Frage der Modernisierung der nuklearen Kurzstreckenraketen, die ich aus Überzeugung ablehnte. Und ich habe das, wie ich es auch im Deutschen Bundestag am 27. April 1989 gesagt habe, mich immer wieder erinnert an meinen Eid, dem deutschen Volke und seinem Wohl zu dienen. Ich habe gesagt, dieser Eid macht nicht an der Grenze durch Deutschland Halt. Diese Verpflichtung und Verantwortung umfasst alle Deutschen, die Menschen in der Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Und das hat mir die Kraft gegeben, meinen Weg zu gehen, der schon das Ziel hatte, die Einheit Europas zu fördern und die Einheit Deutschlands zu erreichen. Herr Minister, die Menschen in den neuen Ländern sind der Lippenbekenntnisse der Politiker müde. Insbesondere junge Menschen interessieren sich nicht für Politik. Was müssen wir alle tun, um mehr Verständnis, auch die Journalisten, für die politischen Aufgaben in der Bundesrepublik Deutschland? Also ich glaube, man muss zunächst mal verstehen, warum das so ist. Wenn junge Menschen nun plötzlich in einer freien Gesellschaft eine größere Erlebniswelt haben, muss man nicht den Stab über sie brechen, wenn sie nun viele Dinge neu entdecken, die ihnen verschlossen waren, bekannt, aber verschlossen waren. Am Ende werden sie auch zu ihrer politischen Verantwortung zurückfinden. Das hat sich auch in den alten Bundesländern gezeigt. Ich glaube, dass heute unser Volk sehr politisch ist. Und, aber auch sehr radikal in weiten Bereichen. Nicht radikal, würde ich sagen, aber in vielen Fällen doch sehr konsequent, sehr eindeutig, wenn es um die Menschenrechte geht. Wenn Sie mal Diskussionen erleben, die wir führen, auch über die Achtung der Menschenrechte in anderen Völkern, das Eintreten der Deutschen für die Menschenrechte, das Engagement Türkei. Für die Menschenrechte und Minderheitenrechte etwa der Kurden oder für das Selbstbestimmungsrecht der Kroaten oder der Slowenen oder für die Hilfe von hungernden Menschen, ob es nun in Moskau oder Petersburg ist oder in Afrika. Das alles sind Zeichen, dass die Deutschen sich nicht abkapseln und sagen, Hauptsache bei uns ist die Sache in Ordnung, was draußen passiert, geschieht nicht. Nein, die Deutschen leben mit, sie leiden mit, sie freuen sich mit und sie sind auch bereit, mitzutragen, wenn andere Menschen in Not sind. Ich halte das für ein gutes Zeichen und für eine große demokratische Reife unseres Volkes. Sie haben mir noch einmal ein aktuelles Stichwort geliefert, Hilfestellung in Jugoslawien. Wie entwickelt sich der Konflikt in der Türkei zur Bundesrepublik Deutschland? Meinen Sie jetzt Jugoslawien oder Türkei? Beides. Hilfestellung bieten Sie ja in beiden Ländern an, aus Ihrer politischen Sicht. Ja, wir hoffen, dass die Ziele, die die Regierung Demirel sich für die Türkei gesetzt hat, verwirklicht werden können, dass sie nicht von anderen dort behindert werden, nämlich Demokratisierung und auch Entfaltung der Identität der kurdischen Minderheit. Und in Jugoslawien sind wir bemüht, dass die Völker Jugoslawiens, wie wir das in Berlin entschieden haben, in der Außenministertagung der KSZE im Juni 1991 über ihr eigenes Schicksal selbst entscheiden. Da hat niemand anders die Völker Jugoslawiens zu bevormunden. Könnten Sie sich vorstellen, dass bei der Befriedung auch die Bundeswehr beteiligt wird, über eine neue Initiative, natürlich im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen? Man muss zwei Dinge sehen. Einmal, unser Grundgesetz erfordert eine Änderung, wenn deutsche Soldaten im Rahmen der Vereinten Nationen tätig werden. Das ist die allgemeine Feststellung. Die ist noch nicht geschehen. Dafür gibt es derzeit noch keine Mehrheit. Bedauern Sie das, dass es noch nicht geschehen ist? Ich halte es für richtig, dass wir nach Erlangung der Souveränität im März 1991 die Voraussetzungen schaffen, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen können. Aber ganz sicher wird auch jeder das notwendige geschichtliche Bewusstsein haben, dass es ihm sagt, dass es eine andere Sache ist, ob es richtig ist, wenn wir mit Waffen auftreten in Ländern, in denen wir im Zweiten Weltkrieg schon mit Waffen aufgetreten sind. Sie haben in Ihrem Politikerleben fast alles erreicht, Bundespräsident, so sagen Sie selbst, wollen Sie nicht werden, deshalb möchte ich dieses Thema auch hier gar nicht mehr ansprechen. Das ist sehr verständnisvoll. Diese Entscheidung ist wohl für Sie klar, aber wenn man so viel erreicht hat wie Sie, hat man da noch eine Vision? Was glauben Sie, wie wird die Welt in den nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren
aussehen? Wie wird sie sich verändern? Ich bin der Meinung, dass die einmalige Chance, die jedenfalls Europa heute geboten ist, von den Völkern Europas wahrgenommen wird, nämlich ein bürgerliches Zusammenleben der Gerechtigkeit und der Gleichberechtigung zu gestalten und nicht erneut sich gegenseitig mit Kriegen zu überziehen. Und wenn uns das gelingt, nach der Einheit Europas auch die Friedfertigkeit Europas zu schaffen und damit auch soziale Gerechtigkeit, das ist ohne Friedfertigkeit nicht möglich, dann hat unsere Generation nach den schlimmen Erfahrungen in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts ihre Verantwortung erfüllt. Es gab einmal einen Slogan, einen politischen Slogan, Frieden schaffen ohne Waffen. Glauben Sie, dass die Menschheit eines Tages dieses Ziel tatsächlich erreichen kann? Ich bin der Meinung, dass es Streitkräfte immer geben wird, um diejenigen abzuschrecken, die den Frieden verletzen wollen. So wie es ganz sicher auch immer eine Polizei geben wird, um nach innen den inneren Frieden und die innere Freiheit zu garantieren. Aber ich hoffe, dass wir in der Friedfertigkeit so weit kommen, dass der Umfang der Streitkräfte dann geringer sein kann, als er derzeit noch sein muss. Herr Außenminister, was glauben Sie, wo wird sich die Bundesrepublik Deutschland in den nächsten Jahren finden? An der Seite der ehemaligen Alliierten oder eher an der Seite der Länder, die in Europa jetzt dazugekommen sind? Zusammen mit unseren Partnern in der europäischen Gemeinschaft, mitten in Europa, mit allen anderen Europäern. Auch in enger Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika, denn denen haben wir letztendlich ja unsere Freiheit in den letzten 40 Jahren zum Großteil zu verdanken. Ich bin der Meinung, dass das, was wir mit der KSZE geschaffen haben und mit dem Nordatlantischen Kooperationsrat, nämlich der große Stabilitätsraum von Vancouver bis Vladivostok, ein wirklicher Stabilitätsraum ist, in dem wir uns entfalten können. Den gibt es nicht ohne die USA und ohne Kanada. Gibt es auch im politischen Leben Freundschaften? Und wenn ja, wer war eigentlich ein Mann oder eine Frau, von der Sie heute sagen würden, das waren echte Freunde? Natürlich gibt es diese Freundschaften und ich will nur zwei Kollegen erwähnen. Das schließt keinen anderen aus, weil ich jetzt jeden Einzelnen betrachten müsste, einen, der noch im Amt ist, das ist mein französischer Kollege und Freund Roland Dumas, und das andere ist mein früherer Kollege Eduard Shevardnadze. Herr Genscher, ich bedanke mich für dieses Gespräch.